So ein Welpe ruft Entzücken und Begeisterung hervor. In den ersten Lebensmonaten ist jeder Moment spannend. Alles dient als Entschuldigung zu spielen. Die Freude beim Welpen, aber auch bei seiner neuen Familie, ist nicht zu übersehen. Wenn der Hund wächst, wächst gleichzeitig eine starke Verbindung zwischen ihm und dem Menschen, die 10 bis 15 Jahre halten wird. Damit diese Entwicklung optimal verläuft, ist gegenseitiger Respekt besonders wichtig. Die Ankunft des Welpen in seinem neuen Heim ist für alle ein großer Moment. Der junge Hund wird einige Tage brauchen, um sich anzupassen, seine neue Umgebung zu entdecken und deren Bewohner. Bieten Sie ihm viel Ruhe, damit er Vertrauen in seine neue Umgebung und in Sie aufbauen kann. Alles sollte für seine Bedürfnisse vorhanden sein. Dazu bedarf es allerdings auch einiger wichtiger Grundregeln von Anfang an. Wenn Sie es dem kleinen Welpen erlauben, auf Ihrem Sofa oder Ihrem Sessel zu liegen, werden Sie es sehr schwer haben, es ihm wieder abzugewöhnen, wenn er ausgewachsen ist. Sein Besitzer sollte entscheiden, wo der Welpe schlafen soll. Er braucht eine Ecke ganz für sich allein mit einem Körbchen oder zumindest mit einer Decke. In den ersten Monaten seines Lebens schläft der Welpe sehr viel. Stören Sie ihn dann bitte nicht. Denken Sie daran, er ist immer noch ein Baby. Das Erste, was ein kleiner Welpe lernen muss, ist Sauberkeit. Sie sollten mit ihm so oft wie möglich rausgehen, nach dem Fressen oder nach dem Schlafen. Wenn Ihr Welpe noch nicht in der Lage ist, die ganze Nacht durchzuhalten, ohne den Boden zu verschmutzen, liegt es einfach daran, dass er seinen Urin noch nicht so lange halten kann. Sie sollten auch einen bestimmten Platz finden, an dem Ihr Hund in Ruhe fressen kann. Stellen Sie 2 Näpfe auf, einen für Nahrung und einen für frisches Wasser. Edelstahl oder schwere Glasschüsseln haben sich besonders bewährt, denn sie sind einfach sauber zu halten. Dem Welpen sollte immer ausreichend frisches Wasser zur Verfügung stehen. Dies gilt jedoch nicht für seine Nahrung. In den ersten 3 Monaten sollten Sie Ihren Welpen mindestens 3-mal täglich füttern. Danach 2 Mahlzeiten täglich, bis er ausgewachsen ist. Dies sollte möglichst immer zur gleichen Tageszeit geschehen. Füttern Sie Ihren Hund an einem ruhigen Platz, aber nicht in Ihrem Esszimmer. Lassen Sie den Napf etwa 5 bis 10 Minuten stehen. Lassen Sie Ihren Hund in Ruhe fressen. Wenn er in dieser Zeit nicht aufgefressen hat, nehmen Sie den Napf weg und warten Sie, bis es Zeit ist für die nächste Mahlzeit. Während Ihrer eigenen Mahlzeiten sollte sich Ihr Hund nicht bei Ihnen am Tisch aufhalten. Dulden Sie kein Betteln am Tisch. Viele meinen, ein Hund könnte alles fressen, was auch seine Familie ist. Dies stimmt einfach nicht. Menschen sind Omnivoren, Allesfresser. Hunde ursprünglich Karnivoren, Fleischfresser. Es dauert eine Zeit, bis der Organismus eines Hundes sich so weit entwickelt hat, dass er auch Stärke, etwa aus Getreide, verdauen kann. Die Nahrung Ihres Hundes sollte genau an seinen Bedarf angepasst sein. Wenn Ihr Welpe zu Anfang nicht viel Appetit zu haben scheint, zwingen Sie ihn nicht zu fressen und wechseln Sie direkt nach seiner Ankunft nicht die Nahrung. Besonders für einen sehr jungen Welpen ist die Verdaulichkeit der Nahrung äußerst wichtig. Die Inhaltsstoffe sollten von ausgezeichneter Qualität sein, damit der Welpe wirklich möglichst viel von seiner Nahrung nutzen kann. Manche Hunde können beim Fressen richtig gierig sein. Sie kauen nicht und versuchen schnell möglichst viel auf einmal hinunterzuschlingen. Um die Nahrungsaufnahme zu verlangsamen, sollten Sie eine Trockennahrung mit Kroketten wählen, deren Größe und Textur auf die Merkmale des Welpen abgestimmt sind. Das langsame Fressen erleichtert die Verdauung und unterstützt seine Zahnpflege. Beim Zerkleinern reiben die Kroketten über die Zahnoberfläche fast wie Borsten einer Zahnbürste. Es ist nie zu früh, an die Zahnpflege zu denken, vor allem nicht bei kleinen Hunderassen, bei denen die Neigung zur Entwicklung von Zahnproblemen ausgeprägter ist. Viel zu häufig verwechseln Hundebesitzer eine ausgewogene Tierernährung mit einer abwechslungsreichen Nahrung. Genau wie ausgewachsene Hunde kann ein Welpe meist eine Umstellung der Fütterung nicht gut vertragen. Dies führt häufig zu Verdauungsproblemen. Ein Hund ist zufrieden, wenn er jeden Tag dieselbe Nahrung frisst. Ausgewogenheit und Qualität der Inhaltsstoffe sowie deren Verarbeitung sind entscheidend.